Wer weiß, was aus mir geworden wäre, ganz alleine und ohne Zuhause. Vielleicht wäre ich auch hier, auf der größten Müllkippe Kenias gelandet. Hierher kommen die, die gar nichts mehr haben und vom Abfall leben müssen. Aber ich hatte Glück und kam ins SOS-Kinderdorf in Nairobi. Jeden Morgen weckt mich meine SOS-Mama Ruto. Ich heiße übrigens Nala und bin 10 Jahre alt. Meine jüngere leibliche Schwester kam mit mir hierher, weil meine Eltern gestorben sind. Seht ihr? Und hier sind wir alle zusammen, wie jeden Morgen. Das ist Josef. Und das ist Karima, meine ältere Schwester. Wir SOS-Geschwister verstehen uns alle prima. Insgesamt sind wir hier 10 Kinder und eben Mama Ruto. Jetzt müssen wir aber zur Schule. Mama Ruto bringt meine kleine Schwester Luna in den Kindergarten. Der ist gleich auf dem SOS-Kinderdorf-Gelände. Hierher kommen nicht nur Kinder aus dem SOS-Kinderdorf, sondern auch Kinder aus der Nachbarschaft, die ganz arm sind. Bei uns in Kenia gibt es riesige soziale Unterschiede. Hier in diesem Slum zum Beispiel, der gleich neben unserem Kinderdorf liegt, lebt Frederik mit seiner Mutter Betty und seinen 4 Geschwistern. Frederiks Mutter verdient ein bisschen Geld mit Wäschewaschen. SOS hilft ihr, einen Beruf zu erlernen und bezahlt für Frederik das Schulgeld. Und wenn die Not ganz besonders groß ist, hilft SOS sogar mit Essen und Kleidung. SOS nennt die Hilfe, die hier geleistet wird, FSP, Familienstärkungsprogramm. In den vielen Slums, die es bei uns gibt, ist Hilfe wirklich dringend nötig. Hier sind wir in meinem Klassenzimmer, in der SOS-Schule. Auch Kinder aus der Nachbarschaft kommen hierher. Ich bin in der 3. Klasse und mein Lieblingsfach ist Mathe. Erst ganz spät am Nachmittag kommen wir in unser SOS-Kinderdorf zurück. Insgesamt gibt es hier 16 Häuser und 160 Kinder leben hier. Nach der Schule helfen wir alle zusammen im Haushalt und beim Essen machen. Heute gibt es Bohnen mit Reis. Und dann kommen die Hausaufgaben dran, so wie überall auf der Welt. Ich strenge mich immer an, denn ich habe einen Traum. Ich möchte einmal Journalistin werden. Und wenn ich mir noch was wünschen darf, dann wäre es super, wenn nicht nur ich dank SOS so eine tolle Familie gefunden hätte. Ich hoffe, dass diesen Kindern auch geholfen werden kann. Ja, das wünsche ich mir. Bitte helfen Sie mit.